Servus, liebe YouTube-Gemeinde, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt zum Einschalten. Ich habe ein riesengroßes Problem. Dieses Problem ist jetzt so groß, ich hoffe, das passt überhaupt in das Handy oder in den Fernseher, wo ihr gerade zuschaut, denn mein Problem ist wirklich überdurchschnittlich groß. Also es ragt links und rechts von eurem Bildschirm ungefähr 25,5 cm hinaus. Das Problem ist, meine Freundin hat morgen Geburtstag und heute ist ein Tag vor morgen natürlich, also und ich habe kein Geschenk. Was kann man tun? Ja, man kann sich eine neue Freundin suchen, die quasi in circa 9-10 Monaten Geburtstag hat. Dann erspart man sich natürlich extreme Probleme, aber andererseits wieder schafft das neue Probleme. Daher habe ich eine Idee, ich werde Erich anrufen. Erich hat immer eine Lösung. Servus Erich, schön, dass du abgehoben hast, aber leider habe ich ein Problem. Meine Freundin hat morgen Geburtstag und ich brauche ein Geschenk. Hast du eine Idee? Ah, das ist super. Okay, na dann sehen wir uns gleich und aufpassen beim Fahren, Erich, nicht, dass dir was passiert. Sind wir mal gespannt, was das für eine Idee ist. Er wird gleich kommen. Erich, mit Erich! Erich, da musst her! Na ja, eine super Idee mit diesem Fass und die Hundehütte, das ist wirklich eine ausgesprochen gute Idee. Wann ist dir das eingefallen, ist wieder meine Frage. Das muss wieder sehr schnell gegangen sein. Ja, im Winter ist es immer kalt und ja. Die armen Hunde, wenn sie... Ein Top-Geschenk, Erich. Hopp. Ist da der Wein noch drinnen, Erich? Nein, okay. Ausgesoffen. Wir werden hier, wird das ausgeschnitten und dann können die Hunde hier reingehen. Dann werden wir oben einen Deckel noch geben, damit die ganze Hitze der Hunde nicht aufsteigt. Suchen wir uns hier genau den Stoß. Hier haben wir schon einen Strich gemacht. Hier müssen wir nicht schneiden, denn hier ist schon quasi geschnitten. Hier wird abgeschnitten. Hier wird der Ring angeschraubt, dass er nicht selbstständig weggeht. Wir haben hierzu so 6x25er Schrauben. Das sind alte Schrauben. Ist ein Linsenkopf. Und das wird hier angeschraubt. Dann wird das hier rausgeschnitten. Und dann das Holz. Und dann können die Hunde hier reingehen. Unten werden wir noch Backel geben, dass das Eisen nicht am Boden aufsteht, denn wir haben auf der Terrasse Fliesen und wenn man das einmal bewegt, sind die Fliesen kaputt. Jetzt wird angekörnt, damit die Bohrmaschine quasi ordentlich greift und man vorbohren kann, ohne dass der Bohrer wegläuft. Denn ihr kennt das, wenn man jetzt einfach wo ansetzt, läuft der Bohrer weg und dann kann man die Bohrmaschine suchen. Ich hatte einmal eine Festool, eine große, die ist jetzt noch immer weg. So, jetzt wird vorgebohrt mit einem 3,5er Bohrer, ganz durchgebohrt eigentlich. Jetzt werden diese 6x25er Schrauben einfach hineingedreht. Erich, wie geht das so? Soll ich ein Öl holen? Bohren wir etwas größer vor. Geht gerade. Wir können aber auch einen 4 mm Bohrer versuchen. Wir haben jetzt 3,5 vorgebohrt das Holz und 6 mm sind die Schrauben. Jetzt versuche ich das untere mit 4 mm und schauen wir, ob das leichter geht. Ja, geht eindeutig leichter. Und trotzdem hat es noch einen Zug. Also man spürt, dass die Schraube noch ordentlich Power hat. Wichtig bei den Schlitzschrauben immer senkrecht der Schlitz, denn wenn er irgendwie ist, dann ist das nicht sehr schön. Das will der Erich nicht, das will ich nicht und ich glaube, nicht mal das Fass will das haben. Auf der anderen Seite findet dasselbe statt. Also wir messen jetzt diese 15 mm, habe ich gemessen. Okay. Messen wir hinein, machen wieder einen Strich. Der Hund bellt schon, also wie wenn er wissen würde, dass für ihn eine Hütte gebaut wird. Wenn man da einen Tropfen Öl drauf gibt, geht das noch besser hinein. Ist die nächste Arbeit schon mit der Flex, oder? Funkenflug. Funkenflug in einer Tischerei ist ungefähr so wie Funkenflug in einem Sägewerk. Na, wie ein Feuer in einer Raffinerie, oder? Da drüben steht der Erich. Oder wie eine Kuh in einer laktoseintoleranten Familie. Oder ein Elefant im Porzellanladen. Oder wie ein Tier in einem Kühlschrank.
500, 600, 700 Kilo sind das, 800 Kilo, glaube ich, oder? Schutzbrille und... Ja, hol ich jetzt. Oder soll ich dir die Arbeit zu holen? Ja. Damit das Fass nicht wegrollt, ein Brett. By the banks of roses, me love and I sit down. And I took out my fiddle for the Erik, kannst du mir bitte den Gehörschutz bringen? Das ist viel zu laut. Warum gehst du so komisch mit dem Fass? Das ist verdammt schwer. Für 700, 800 Kilo, würde ich sagen, oder? Französische Eiche. Aus Deutschland. Rumänien. Rumänische Eiche aus Deutschland. Französische Eiche aus rumänischen Anbaugebieten. Alles schön geschnitten. Kann das sein, dass ich da, dass da der Boden genau ist? Dann darf ich da nicht weit reinschneiden. And when I was a young lass, I heard my father say that he would rather see me dead and buried in the clay rather than be married to any runaway. Hier unten haben wir wirklich wie eine Stufe so perfekt hier abgeschnitten. Und hier seitlich, wie gesagt, ist das Brett der Stoß, hier muss man nicht schneiden. Wie lange hält das der Hund da drinnen aus, bis er eine extrem starke Alkoholvergiftung hat? 2 Minuten nicht, oder? Boah, hier riecht er mal enorm, oder? Also jetzt wird das weggefeilt, dass das schön ist, dass sich die Hunde nicht verletzen können. Erich, was ist los? Jetzt werden wir das Fass herunterstellen, werden unten Füße montieren. Hier schreiben wir herein unsere Namen. Das ist aber privat, denn unsere Namen sind extrem geheim. Wenn das die NASA erfährt, sind wir weg. Sind wir bei den Außerirdischen, oder? Du kannst schöner schreiben, Erich. Hafner, deinen Namen, das ist dein Name. Und alles Gute zum, alles Gute zum 30. Hochzeitstag. Alles Gute zum 25. Geburtstag. Das Jahr könntest du auch noch schreiben, oder? Die Füße, Erich, wie hoch müssen die sein? Genau, rennen wir mal um der Gegend umher, vielleicht kommt uns die Zahl in den Sinn. Wir haben hier 4,9, 5,5 schneide ich, oder? Okay. Mein Bleistift ist weg. Und einmal... hier. So, jetzt schneiden wir das ab. Ja, so ist es nochmal nachschneiden. Hier diese Ecken so raus. Die Füße werden vorgebohrt. Jetzt werden 6x80er Schrauben hineingegeben. Einer war kein 680er, Erich. Schau her. Warte, muss ich tauschen gehen? Schrauben sind drin, ich habe jetzt einen ausgetauscht, wird das niedergeschraubt. Zur Sicherheit einen Blick hinein, ob der guckt. Warte, guck, guck. Schaut nicht. Er hat das herausgedreht und nochmal hinein, weil es nicht ganz gut gezogen hat. Wenn man da die Schraube herausdreht und erneut hinein, dann zieht das wirklich fest. Der drüber, hier, der ist auch noch. Und jetzt sind wir im Überlegen, ob wir hier einen Boden hinein machen, wenn die Hunde die Wärme abgeben und das ganze Volumen dieses Fasses füllen müssen, ist der Winter vorbei. Er zerbricht jetzt diese Platte mit seinen extremen Kräften. Das war jetzt eine Technik, wie heißt diese Technik? Kung Fu. Kung Fu. Er baut das jetzt drinnen zusammen. Ja, aber trotzdem wird das viel zu klein sein, oder? Ich befürchte. Wir wissen ja hier drinnen nicht genau, wo immer dieselbe Höhe ist. Jetzt werden wir hier heruntermessen. Jetzt sehe ich 60. Hier ungefähr, also auf 50 werden wir diesen Stab hier abschneiden. Das ist quasi nur unsere Leere. Das müsst ihr jetzt vorstellen, das halten wir innen an die Wand. Und dann legen wir das rauf, schrauben es an und das machen wir in ein paar Positionen. Das ist nur, damit das alles dieselbe Höhe hat.
und dann werden wir hierauf so Leisten geben, einmal zur anderen Seite rüber und dann kann man, wenn man es umgedreht hat, hier eine Decke oder Schaumstoff oder irgendwas ähnliches legen, um quasi eine Decke zu haben, um die Wärme zu halten. Erich hat um 24,5 Kilo weniger wie ich auf einer Hälfte und somit passt er da wunderbar hinein. Er war vorher schon, als die Kamera abgedreht war, eine halbe Stunde im Fass drinnen. Erich wird in der Zwischenzeit jetzt das schrauben und ich werde einen Stöpsel mit der Schnitzbank machen, denn hier kann ich euch sowieso nicht zuschauen lassen. Man sieht ja nichts. Oder siehst du irgendwas? Nein. Erich hat jetzt seine Technik entwickelt. Er spießt das quasi auf, geht hinein und jetzt seht ihr nichts mehr. Wie geht's weiter mit dieser Technik, Erich? Ich glaube, wir schaffen das. Okay. Erich leuchtet jetzt mit zwei Taschenlampen hinein. Ah, jetzt kann man ein wenig sehen. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Zur Heinzelbank. Hornzel, Hornzel, Hornzelbank, Hornzelbank. Ich schnitze in der Zwischenzeit den Stöpsel für das Fass, damit das dicht ist. So, Probe. Ich will nur hier probieren. Passt eigentlich, oder? Anschlag mit dem Hammer und das ist dicht, würde ich sagen. Das heißt, ich schneide das hier ab. Erich kommt schon zum Endspot. Hier legt er die Leisten so hinein und schraubt sie an. Und dann wird darauf eine Decke oder ähnliches gelegt. Ich schleife jetzt beim Stöpsel noch eine Phase an. Und jetzt schlage ich ihn hinein. Oh! So, jetzt ist er dicht. Drinnen sind die Leisten. Jetzt wird das hier ausgeschnitten, so groß wie möglich. Das drückt man dann nach unten und das dichtet alleine ab. Ich werde das so 5 cm größer schneiden, wie der Deckel ist. Jetzt muss ich auch noch jemanden erwähnen. Servus Jörg, ich will Danke sagen. Er hat es mir geborgt. Ich habe gesagt, er bekommt es zurück. Aber ich glaube, er kann sich nicht mehr genau erinnern, wie groß die Teile waren. Jörg, ich werde dich zum Essen einladen. So, und hier geht es weiter im Projekt. Das werde ich als Frisbee-Scheibe nehmen, oder Erich? Ich werde es Erich zuwerfen. Tut mir leid, Erich. Er wohnt sowieso in Barmhagen. Barmhagen ist neben der Grenze zu Ungarn. Dort sind die Zahnärzte sowieso billiger wie in Österreich. Und jetzt kommt das hier hinein quasi und wird draufgelegt auf die Stäbchen. Jetzt liegt das hier oben und es ist dicht, aber ich habe es noch etwas weggetan, damit diese Feuchte vom Wein heraus kann. Jetzt müssen wir das nur nach vorne tragen, oder? Und wenn meine Freundin wach wird, zeige ich hier ihr neues Zuhause, zeige ich hier die Hundehütte. Und Stehpult. Ist ja Stehpult, eigentlich ist es ein Stehpult. Theoretisch sind das zwei Geschenke. Wir gehen jetzt essen, Kaffeejause, das übliche Programm. Die Hunde sind auch schon hier. Heute ist ihr Geburtstag und der Erich kommt jetzt und wir tragen das Fass nach vor. Es ist jetzt 6:30 circa und pst, leise sein. Erich? Ja. Bist du schon da? Ja, komm schnell. Erich hat jetzt oben schon alles weggeräumt, wo die Hunde früher gelegen sind. Pst. Jetzt nur noch warten, bis meine Freundin wach wird und herausgeht und die Überraschung quasi hoffentlich groß ist. Die Angst, die ich habe, ist, dass wir sie nicht erwischen und sie herausgeht, wenn ich gerade nicht wirklich sehr aufpasse. Ich habe wirklich stundenlang, monatelang gewartet. Jetzt bin ich draufgekommen, meine Freundin verlässt das Haus jetzt nicht mehr über quasi den Garten, sondern sie klettert über die Fenster auf die Straße ins Auto hinein. Ja, und dann laufe ich so bei dieser Scheune gegangen. Nein. Oh, danke schön. Wie groß ist die Freude? Ah, 1500. Gell, was ist denn da? Die Dani versucht jetzt mit einem Leckerli den Hund hineinzulocken.
So hat sie das Leckere hineingeworfen. Der Weingeruch ist auch noch etwas verspürbar. Nein, nicht, dann kriegt er Angst. Der Hund im Dauerrausch. Ich habe vorher einmal beim Fass gerochen, also Autofahren wäre nicht mehr möglich. Das war das Hundehütten-Video. Also nicht zu verwechseln mit einem Almhütten-Video. Natürlich ist es sinnvoll, auch wenn man die Hundehütte liegend macht und hier am Deckel einen Ausschnitt macht. Aber wir haben auf der Terrasse nicht den Platz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag. Viel Spaß am weiteren Lebensweg. Drückt Gefällt mir, drückt Daumen rauf, das ist dasselbe. Abonniert den Kanal, hallo, hallo, abonniert den Kanal. Wenn ihr auch einen Hund habt, nehmt ein Weinfass, denn das ist eine sehr berauschende Aktion. Danke, tschüss, wir sehen uns. August, warum gehst du nicht in die Hundehütte hinein? Ha?